Einen wunderschönen guten Morgen. Nachdem wir gestern nach 370 Kilometern hier angekommen sind in Satzka, war das unser Hotel. Das war, naja, so lala. Zum Schlafen ging's. Bier war ganz lecker und frisch. Jetzt gibt es gleich noch Frühstück und dann geht die heutige Tour weiter nach Sopron in Ungarn. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ein wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, wir haben gleich mal die Regenklamotten angezogen, weil pünktlich vor Abfahrt hat es angefangen zu schiffen. Was soll ich sagen? Furchtbar, Leute, furchtbar. Es ist aber relativ warm, so dass du jetzt auch von innen nass wirst. Und anhand der Pfützenbildung seht ihr, dass das auch nicht gerade wenig ist mit Regen. Aber irgendwie muss die Tour ja weitergehen. Und wir hoffen einfach, dass das wieder mehr nachlässt hier, wenn das eh mal durchgezogen ist. Das soll eh mal von Ost nach West durchziehen, das Regengebiet. Und wenn wir durch sind, hoffe ich, dass wir es hinter uns haben mit dem Regen heute. Ja, hier Satzka selber ist eigentlich, naja, was soll man sagen? Also keine touristische Hochburg. Ist jetzt, also hier dieses Satzka ist keine touristische Hochburg. Wir sind gestern hier noch mal ein bisschen durch das Städtchen, was das wohl sein soll, gewandert. Aber das ist alles, naja, mehr oder weniger ausgestorben gewesen, ja. Und wir hoffen einfach mal, dass das für heute oder für die Rest der Tour der letzte Regen ist. Der erste richtige und letzte richtige Regen. Nachts kann es ja regnen, wenn wir nicht fahren, ja. Aber tagsüber ist echt bläde. Weil da kannst du ja nicht richtig die Landschaft genießen irgendwie. Ich meine, ich bin es ja nur gewohnt, im Regen zu fahren, hier und da. Also schön ist anders, definitiv. Aber auch hier bauen sie an allen Ecken und Kanten. Kann er die einfach aufhören zu schiffen? Aber was willst du machen? Kannst dich zwar über das Wetter aufregen, ändern kannst du es doch nicht, ja? Schön wär's. Aber wenn jeder sein eigenes Wetter machen würde, können, sollen, wie er es gern hätte, dann hätten wir alles. Da ich ja gestern umso ganz umsonst das Visier und alles hier putzt, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, Sonnenbrand können wir uns heute nicht holen. Das ist schon mal ganz gut. Es wurde ja quasi schon vorausgesagt, dass das. Boah! Es wurde ja quasi schon vorausgesagt, dass das regnet heute. Vom Wetterbericht. Das geht ja gut los heute hier. Dann gleich noch eine Umleitung, trotz Google. Google sagt, dass du da lang fahren kannst. Ey, das ist. Naja, und das bei dem Wetter. Aber das war ja in Schweden, Norwegen 2018 nicht anders gewesen, ja. Am Tag, wo es am meisten geregnet bzw. geschneeregnet hat, haben wir die längste Strecke gemacht und auch noch einen ordentlichen Umweg, weil ich mich immer leicht verfahren habe. Aber ich habe jetzt das subjektive Gefühl, dass der Regen etwas nachgelassen hat. Aber das kann natürlich immer täuschen, man weiß das nicht. So, jetzt hoffen wir mal, dass das dann bis zur Grenze sich alles aufgelockert hat, da wir jetzt erstmal grob südliche Richtung fahren und das der von West nach Ost immer durchzieht. Im Regengebiet hoffen wir, dass wir, wie gesagt, dann zeitnah durch sind. Und dann muss man gucken, dass wir in Österreich den Regen nicht wieder einholen, wenn es dann wieder ein Stück weiter östlich geht.
weil wir werden, wenn alles planmäßig verläuft, an der österreichischen Grenze, also tschechisch-österreichischen Grenze, in Empfang genommen. Ja. Ihr dürft gespannt sein. Ich weiß noch gar nicht, ob ich euch erzählt habe, wo es heute hingeht. Wir fahren jetzt hier direkt zur tschechisch-österreichischen Grenze. Da werden wir, wie gesagt, in Empfang genommen und ein Stück durch Österreich begleitet, bis wir dann am späten Nachmittag sicherlich die Grenze nach Ungarn passieren, wo denn kurz hinter der Grenze in Sopron, / Ödenburg, unser nächstes Etappenziel ist. Ich bin mal wieder sehr unvorbereitet aufs Motorrad gestiegen. Normalerweise habe ich halt aufgeschrieben, wann, was, wie lange, wohin. Habe ich aber heute nicht nachgeguckt, weil, wie gesagt, bis zur österreichischen Grenze geht es mehr oder weniger hier lang geradeaus. Ich mache nachher nochmal einen Rechts-Links-Knick irgendwie. Aber ansonsten geht es im Großen und Ganzen geradeaus. Und ab der österreichischen Grenze werden wir begleitet und ja, hinter Wien ist dann auch geht es auch nur mehr oder weniger geradeaus bis zum Grenzübergang, von daher ist das jetzt ja nicht so schwierig. Aber wenn wir in dem Tempo weiterkommen, wird es schwierig. Denn Ödenburg oder Sopron haben wir wieder eine kleine Pension. Diesmal ein Stück zentrumsnaher als die letzte hier. Wenn wir bis 18 Uhr da sind heute, können wir die Motorräder auf dem Hof stellen. Danach ist leider der Hof verschlossen. Von daher ist da schon wieder so ein gewisser Zeitdruck, ja. Aber was nicht ist, ist halt auch nicht. Ja, was wollte ich sagen? Heute Abend wollen wir denn schön im Steakhouse in Sopron essen, mit Papa Joe's. Das haben wir 2007 damals bei der Motorradtour nach Ungarn entdeckt. Und das hat uns da sehr gemundet. Das haben wir auch nur entdeckt, weil wir eine Unterkunft hatten, wo es kein Abendbrot gab, wir aber Hunger hatten und woanders war die Küche schon zu gewesen, da konntest du also quasi nur noch Getränke bestellen. Und was ist denn das hier, eine Laserpistole oder was? Da konntest du also nur noch Getränke bestellen, sodass wir da ein bisschen durch die Stadt laufen mussten, bis uns jemand gesagt hat, dieses Steakhouse hätte noch offen mit warmer Küche. Und das haben wir damals schon für gut befunden. Bei den folgenden Reisen hat es leider nicht mal geklappt, dass wir dahin sind, 2008 und 2012. Aber ich war 2017 auf dem Weg, wo ich von Kroatien zurückgekommen bin. Videos in meinem Kanal, in der Playlist. Da war das noch da. Und da war ich essen gewesen und ich muss sagen, es war gut wie eh und je. Dann waren wir 2019 dort mit Family. Auch da war es noch da. Und laut Internet ist es immer noch da, auch nach Corona, ja. Jetzt fahren wir hier irgendwie quer über der Baustelle. Oh, das ist die Akku fast alle. Aber das ist heute mal eine Premiere, dieser Grenzübergang. Sonst sind wir immer am Grenzübergang Snomio rübergefahren. Das ist noch weiter östlich. Weil dann hast du, das ist so in Tschechien, also wenn du hier die Nebenstraßen dann nach Snomio rüberfährst, ganz gut, ganz schön, macht Spaß. Hast dann aber in Österreich quasi mehr oder weniger, ich weiß gar nicht, was das ist, so eine Bundesstraße, die dann Schnellstraße wird. Dann kommst du auch oben in Wiener Stockerau irgendwie rein und dann hast du quasi nur noch Autobahn, wenn du dich nicht gerade verfährst.
sicherlich auch eine beeindruckende Landschaft, aber mit dem wolkenverhangenen Himmel sieht man halt auch nicht allzu viel. Schade eigentlich. Normalerweise macht das richtig Spaß, hier durch Tschechien zu fahren, aber dazu muss das Wetter auch gut sein. So, letzter tschechischer Ort für die nächsten Tage. Wir kommen ja durch Tschechien nochmal zurück. Vielleicht geht es über die Grenze nach Österreich. Der Martin. Oh. Oh, du hast hier wohnen.